Oi. Wo willst du hin? Zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Oh, Kid. Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aerotalkt Assassin's Creed Black Flag. So, wie ihr schon gehört habt, gehört jetzt uns die Bucht hier. Aber ich weiß nicht, achso, ich soll ihr folgen. Ja, toll. Warum sagt das vorher keiner? Da dachte ich, kann mir jetzt mal die Insel in Ruhe angucken, die wir uns erobert haben, aber nein, auch nicht. Na gut. Edward, komm ja, her. Ich komme. Was gefunden? Das musst du sehen. Okay. Komm her, Mann. Wird er überhaupt erfahren, dass das eine Frau ist? Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Habt ihr ihre Arme gesehen? Auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer? Du verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Ah, die hat nämlich auch Assassin-Klingen. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als dürfte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitzeln. Doch einigen wenigen fällt es so leicht wie atmen. Was du fühlst, ist das Licht des Lebens. Von lebenden und vergangenen Wesen ein Rest ihrer Lebenskraft. Die kommt und geht. Jeder ist in der Lage, seine angeborenen Sinne weiterzuentwickeln. Wenn er es versucht. Ja. Sie ist eine Assassine. Sie hat zwei Assassinen-Klingen. Ah, sehr schön.
bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Okay. Dann haben wir ja schon mal... Okay. Da haben wir ein paar. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt hier schon eher. Ich komme ja schon. Das ist eine Schatzkarte. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Okay. Seile, das heißt, hier war schon jemand. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Okay. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Werden wir herausfinden. So. So wie ich Ducasse kenne. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl. Wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Ah, ja. Oh, oh, oh. Okay. Templerjagd. Ach so, das sind alles Templerjagden. Okay, cool. Okay. Wartet mal, ich will wenigstens plündern. So. Ach so, Kit ist draußen. Nee, hier komme ich nicht raus. Ah, hier geht's raus. Achso, ja, stimmt ja, das ist das Haus jetzt hier oben. Okay. Na gut, fahren wir jetzt mit denen mit oder verabschieden wir sie jetzt? Ach, wir verabschieden sie noch, ha? Huh? Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kid. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Okay. Boah, 100%, sehr schön. Dann tschüss. 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 So, jetzt können wir endlich mal die Gegend hier erkunden.
Oh, der nächste, der mich hier nervt. Sprich Deutsch! Ich verstehe doch kein Wort hier mehr. Ah, wir hören uns mal ganz kurz an, was hier Dings will. Will er was hier? Steuer nehmen? Ja, nö. Ja, nö. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Auf ein Wort, der Herr. Ja. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Na, na klar. Oh, naja, 500. In da. Wir haben noch ein paar tausend Euronen. Ach, jetzt tun wir mal ganz kurz unsere Stadt upgraden. Ein bisschen eurer Zeit, mein Freund. Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Das stimmt. Ja, komm. Haben wir ein Bordell gebaut. Mit einer Schenke bei. Sehr schön. Ihr macht einen alten Seebären stolz. Und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Okay, was haben wir hier? Besteht Bedarf für ein paar tüchtige Hände? Ach so, Crew anheuern. Okay. Was will er hier? Habt ihr einen Moment, Captain? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Das stimmt. Also, ein Laden. Okay, die nächsten. Was willst du hier? Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ach so. Ich weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Was heißt, wir finden Frauen? Sind die irgendwo, wachsen die irgendwo an den Palmen? 15.000! Okay, das tut schon weh. Aber, okay, Frauen sind halt nicht sehr billig. Ja. Frauen kosten halt Geld. Na gut. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? 7.000. Muss ich leider noch ablehnen. Habt nicht das Geld, mein Kleiner. Ups. Ich wollte nicht auf die Kiste rauf. Ich wollte sie plündern. Dreimal Metall. Okay. Wir klettern mal da nach oben. Was da dieser Aussichtspunkt ist. Dann haben wir wenigstens auch die Karte aufgedeckt. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja. Also, wir wissen schon mal, dass wir im Haus auch noch was bezahlen können. Sehr schön. Nee, wir wissen, dass The Kid, also vom Aussehen her, man hat es gesehen, an den Armen, oder ich habe es gesehen, dass es eine Assassine ist. Ja. Und die uns sozusagen auf dem Weg der Assassinen so hinstupsen tut. So, Aussichtspunkt. Nehmen wir auf jeden Fall mit den Punkt hier. Das sieht doch wirklich gut aus, oder? Oh, wir haben da ein paar Kisten stehen gelassen. Na, die holen wir uns doch jetzt. Obwohl, was kann ich denn hier überhaupt kaufen? Was haben wir hier überhaupt? Art Garten haben wir hier, okay. Warte mal. Doch, ist doch hier die Kiste, okay.
Ah, da. Okay. Ach, nur 200. Okay. Achso, hier führt direkt so ein Weg entlang nur. Papa ist ja gar nicht neugierig, ob hier noch irgendwas Verstecktes ist. Nee. Na gut, dann holen wir die restlichen Schatztruhen. Und gucken aber erstmal schnell hier, ob wir hier drin irgendwas kaufen können. Sind das Zitronen oder? Ach, Edward. Nee, das sind Orangen. Okay. Halt! Hier geht's hin. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Das stimmt. Oh, die Fassade des Herrenhauses renoviert. Ja, okay. Das kann Papa nicht bezahlen. Obwohl, wartet mal, wir können ja hier nochmal hier unten durchgehen. Um einfach mal zu gucken, was noch so ist. Waffenkammer ist hier eindeutig. Kleiderschränke. Und dann ist das hier die Schatzkammer, ja. Okay. So. Mal gucken, was hier ist. Ach so. Okay. Ungeschützt können die hier also in meine Schatzkammer rein. Einfach so. Von hinten genauso. Müsste man ja eigentlich zumachen, damit die ja gar nicht rankommen. An mein Geld. So ungefähr. So. Hier ist die Kiste. Okay. Na, hoch da. Edward. Okay. Die haben wir schon mal. Irgendwie da hinten hinkommen. Halt! Achso. 5 Notizblätter eingesammelt. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ne, hier geht's nicht rein. Okay. Moin, Jungs. Okay, keine Ahnung, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Ach, nee. Guckt euch das mal an, da wo wir... Okay. Hier, Jungs, hier ist doch noch eine Flaschenpost. Habt ihr die wohl übersehen, hä? Ich nehme mal einen Schluck Kaffee hier. So. Ja, nächstes Notiz. Okay.
Wartet mal. Habe ich nicht hier so ein Schiffswrack? Nee, so ein Schiffswrack ist hier nicht. Das hier nicht. Okay. Na? Edward, warum willst du nicht gehen? Doch, jetzt ja. Achso. So. Sind wir auf jeden Fall falsch gelaufen, aber ordentlich falsch gelaufen. Da unten ist die Kiste, okay. Okay, haben wir auch. Oh, hier geht's nicht weiter. Na? Na gut. Gut, da haben wir schon mal die Kiste. Puh. Irgendwie da entlang kommen. Da entlang? Wow, 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 wow. Okay. Hier waren wir doch eben gerade. Ach Mist. Der Dschungel ist ein klein wenig verwirrend. Wartet mal. Achso, hier waren wir ja mit The Kid. Drinne, genau. Stimmt, ja. Hier waren wir mit The Kid. Okay. Ups. So. Ja, genau, hier sind die Holz, die komischen Bambushütten. Ja, ein Wildschwein habe ich erwischt. Okay. Wild. Na, ihr blöden Wildschweine, wo seid ihr denn? Halt. Hier? Aha. Geh noch gerade so einen Weg entlang. Mal gucken, wie viel Wildschweinfälle ich brauche. So. Nee, hier geht's auch nicht entlang. Es wird gerade dunkel alles, hä? Das kommt mir nur so vor. Hmm.
Hm. Aber wie sollen wir zu den anderen Schützkisten kommen? Das verstehe ich noch nicht. Da oben waren wir ja schon. Da war ja nur das Fragment. Oder sind wir zu weit von... Ja, wir sind schon nichts zu weit weg. Ich kann jetzt... Oder vielleicht kommen wir ja noch dahin. Ne, hier hinter ist nichts. Ich dachte jetzt nur... Nein. Nicht da so entlang rennen. Danke. Aber wir laufen immer mehr dahin. Auf dem. Das sieht ganz danach aus. Ja. Okay. Aha. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, klar. Ich kann dich nochmal plündern. Okay. Seht ihr? Wir waren gar nicht so weit entfernt. Ach, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ach, Mist. Naja, jetzt haben wir es auch. Geschafft. Okay, geschafft. Also, haben wir die Insel abgelaufen einmal. Jetzt will ich ganz kurz mal gucken. Nicht Tab. Entschuldigung. Die Herstellung. Wildschwein. Wildschwein. Munitionsbeutel. Okay. Brauchen wir nochmal Wildschwein? Kein Wildschwein mehr, gut. Das heißt nur noch ein Wildschwein und wir können einen größeren Munitionsbeutel mit uns mitführen. Das ist schön. Das heißt, das werde ich jetzt auch gleich nochmal versuchen. So ein Wildschwein zu erwischen. Gut. So ungefähr weiß ich jetzt ja, wo wir sind. Wenn es so nicht noch dunkler wird. So, wir müssen hier entlang. So. Genau. Nee, halt, das war die Höhle zu mir nach hinten rein. Hier hoch war das, genau, hier hoch. Ja, genau, hier war es entlang. Machen wir es so. Oh. Sind weggerannt. Okay. Ja, wir häuten das für jetzt. So. Okay. Yeah. Jetzt können wir mehr Munition mit uns rumführen. Ab zurück.
Okay. Ja, jetzt haben wir Munitionsbeutel mehr. So, wir brauchen 6.000 waren das, glaube ich, für den Strand unten. Hey, sieht doch ganz gut aus. Waren das 6 oder 7.000 für da unten? Hab nachgedacht, Captain. Ja? Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Das ist eindeutig Krillin. Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Ja, das ist die Stimme von Krillin. Ah, 7.000, okay. Könnten wir gleich machen, wenn ich ein bisschen was verkaufe. Was darf's denn heute sein? Verkaufen. Fracht verkaufen. Zucker. Und den Rum. Jagdbeute verkaufen. Ja, brauche ich ja nicht mehr. Kohle ist Kohle. Schiff reparieren. Ah, okay. Mal gucken. Haben wir nicht? Kostet mich 2000. Breitseite Kanon. Wartet mal. 2000. 8000 haben wir? Ja, können wir machen. Das heißt, wir kriegen auch mehr Kanonen ran. Stärkeres RAM. 500. Weil unter 7000 will ich ja nicht fallen. Mörser, 1000, hätte ich 7800. Schwere Kugeln. Das sind die ganzen Lagersachen, Mannschaftsquartiere. Frachtraum. Ach, 2000. Ja, jubelt doch nicht nur. Das heißt, wir haben jetzt ein größeres Kanonenlager, ja. So machen Geschäfte Freude. So. Okay. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Ja, natürlich jetzt, ja. Na, das ist doch super hier. Oh, ihr habt schon aufgehört. Okay. Na gut. Okay, wir haben jetzt soweit alles gemacht. Sind auch fast pleite. Was darf's denn heute sein? Der Besitzer hat's gewechselt. Okay. Stärkeres RAM tun wir eh nicht. Stärkere Rundkugeln. Die Rundkugeln richten beim Einschlag größeren Schaden an. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Mörser. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten auf kurze Distanz stärkere Schäden an. Ach komm, hauen wir mal einen Mörser rein. So. Arm wie eine Kirschmaus sind wir jetzt. So, schöne runde Kugeln und Mörser. Da vorne ist er. Cool. Danke für euer Vertrauen, Captain. Halt, warte, Crew anheuern. Oh, 200. Captain Kenway! Ah, wir nehmen ein paar Schiffbrüchige mit. Ganz einfach. Na, was haltet ihr vom Schiff für uns? So. In See stechen, natürlich. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Bisschen unsere Heimat verbessert. Fürs Leib und Wohl, für unsere...
Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Die liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Okay. Eigentlich hatte ich vor, die da vorne zu überfallen, aber ist okay, ich gehe ja schon runter. Ist okay. Zur Flotte. Ach, das ist wie mit den Assassinen. Belohnung riskant, ja, ach kommt hier. Ach, der hat noch die ganz alten von mir drinne. Okay. Ja, wartet mal. Dann machen wir es einfach mal so. Einfach mal so. Ihr seht ja, ich habe da oben sehr viel schon gesammelt gehabt damals. Ressourcen für Handel. Wein. So. Nach... Okay, das wusste ich gar nicht. Wartet mal. Da müssen wir mal hier. 36 Stunden. 18 Stunden, 10 Stunden. Kostet ja keine Zeit. Jetzt muss ich natürlich mal ganz kurz hier durchgucken. Europa, das ist ja. Oh, 5200. Bestätigen, erstmal reparieren. Mache ich mal einfach mal so. 5200. Warte mal, kann ich hier noch Seeschlacht? Mal ganz kurz gucken. Okay. Ich würde ja noch die drei ja machen, aber wartet mal, Seeschlacht, Leerzeichen. Erstmal reparieren. Okay, reparieren wir die auch. Wie viele Edelsteine habe ich denn noch? Okay, jetzt haben wir hier drei Schlacht beginnen. Ja. Okay. Uff.
brauche ich ja eigentlich gar nichts machen. Bam, weg. Okay. Eigentlich arbeitet man mit weniger Schiffen gleichzeitig. Okay. Seeschlacht. So, mal ganz kurz gucken. Ich tue mal alle reparieren. Meine Schiffe. Das sind alles Briggs, Fregatte, Briggs. Okay, Schlacht beginnen. Naja. Bisschen laut, finde ich. Okay. Ja, zerstört. Wunderbar. Wir tun sozusagen den Weg freiräumen. Für unsere Schiffe. Yep. Spielen mit Freunden und beenden Sie diese Mission schneller. Achso, ja. Natürlich tun wir erstmal hier. Ja. Schiffe reparieren. Und tun nochmal angreifen. Weil ich will ja schon. So, wollte ich einfach mal machen. Das kann echt schnell schießen. Das kann jetzt dauern. Ja, ja. Oh Mann. Gleich darf ich feuern. Okay. Super. So, ha, jetzt können wir hier machen. Oh, geil. Dann machen wir das gleich auch nochmal. Erstmal reparieren und aufbrechen. Tabak verkaufen. 3,8. Schiff reparieren und aufbrechen. Jetzt bringt Kohle ein. 7,3. Tabak und Zucker, so wie es aussieht, oder Gewürze. Okay, und Wein ist das. Nein, nein. Das nächste Schiff. Okay, cool. Oh ne, das ist nicht so profitabel. Ja, nö. Hier 5200. Heimtückisch. Erfolgschancen 100%, also das muss ich ja mal nutzen. Ich tue den natürlich reparieren, natürlich einmal. Ah, da! 7600. Och, da haben wir ja noch genug. So.
1300. Ah, hier 2-2. Reparieren. Und ab die Post. Glory. Cool. Ich habe also noch meine alten Schiffe. Yeah, da haben wir doch so einige weggeschickt. Cool. So soll's sein. Kriegen wir ordentlich Kohle rein. Das ist auch gut. So. Darf ich jetzt wieder? Okay. Metall, Stoff. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Bin nicht weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Mhm. Aber ich jetzt nicht. Ich möchte auch mal hier ein bisschen rumgucken. War erfolgreich. Oh, und noch ein Schiff. Halt, halt. Das Schiff nehmen wir auf jeden Fall auseinander. Mörser, achso, mit Q. Sind bereit, Sir. Segelreffen raus aus der Böe. Feuer! Wir haben uns Minen haben gekostet. Feuer! Aber wir halten stark. Die haben uns Minen da gelassen. Gegner feuert! Wir gehen gleich unter, Edward. Oh, oh. Okay. Das wird nix. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Naja, okay. Halt, da haben wir auf jeden Fall einen Schiffbrüchigen. Den nehmen wir mit. Jo. Nein, jetzt ist er verschwunden. Was haben wir da hinten? Zucker und Rum. Feuer! Ah! Feuer! Gib den Befehl, Sir! Kanone bereit! Da kommen sie! Wurden getroffen, Sir! Da sind sie am empfindlichsten! Feindliches Feuer! Feuer! Ober! Bam! Auf den Grund! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bringen! Ja, sehr schön. Feuer! Mars und Top-Segelberg!
Konzentration! Genau. Holt sie ein. So. Los geht's. Oh. Tja, das war zu spät. Dann halt mit kleinen Fischen erstmal machen. Bekannter ist gerade. Flotte aufnehmen? Nee. Jackdaw reparieren. Wir haben ja schon drei Schiffe dort. Also. Lasst uns Fahrt aufnehmen. Leersegel heißen. Los geht's! Los, ihr Faulpelze, an die Schoten! Ruhig halten! Alle Hunde klar zum Bild! Vorsicht! Wir prallen zusammen! Ein Wrack mehr! Feuer! Ah, Mist, nur Salzwasser. Na gut. Feuer! Haben Schaden genommen! Gegner feuert! Die schießen schnell, Sir. Unterschätze sie nicht. Runter auf den Grund. Zeit und einen sicheren Ankerplatz ein für die Reparatur. Mehr. Ja, 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 ja. Gegner feuert! Na los, kommt. Vorsicht, Captain. Naja, naja. Gebt den Wind! Lass uns versenken, Captain! Feuer! Mehr Segel, Sir! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Das Wetter könnten Sie lachen! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Die kriegen das okay, gut. In den Mörser, bleib bereit außer Reichweite! Feuern, Sir! Wir halten Feuer! Feuer! Daneben! Verdammt! Piraten-Kopfgeldjäger! Ja, kein Problem. Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Erwarten Befehle! So, wir drehen jetzt hier. Feuer! Wir bekommen Unterstützung, Captain! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Oh, oh, oh. Schaden genommen! Okay. Wir müssen diesen Feuer! Bleib nah dran! Feuer! Uns nicht rammen. Auf dein Zeichen, Captain! Du wirst uns Feuer! Okay. Wir schippern mal davon. Wir müssen mal davon schippern. Das wird jetzt hier doch ein wenig arg heikel. Weil nochmal versenkt werden wollte ich jetzt nicht. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ja, ist okay. Die darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Ja, 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 ja. Die kriegen uns jetzt nicht mehr. Wir sind schneller, ein Glück. Wir sind sicher, Captain.
Puh. Okay. Nee, wir... Oh. Ihr habt den Captain gehört, los! Hä? Der feuert da! Okay. Schiff verfolgt uns! Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt auf uns gefeuert wird. Aber na gut. Die Crew ist voll, aber trotzdem. Unsere Kanonen reichen nicht so weit. Das weiß ich, das merke ich auch schon. Okay. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ist das echt? Ne, also mit unserem Schiff tue ich jetzt hier nicht angreifen. Das halte ich ja gar nicht aus. 10.000 Galleonen, also, okay. Ich tue ja erstmal ganz kurz die Dings. Die Fracht hier einsammeln, die hier rumliegt. Steuerbord, Captain! Da treibt etwas Frachtgut, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Ra! Leesegel einholen! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Alles Segel, Bewegung! An die Geithaue! Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Das wird sie versenken! Gegner, Feuer! Wir sind gleich Treibgut, Captain! Was? Der Segelfeller! Die Haie, Captain! Feuer! Zerreißt sie in ihren Untergang! So. Aha. Seht ihr das da? Die sind stehen geblieben. Das heißt, ich schwimme jetzt fix darüber und mache die da drüben platt. Okay, ich merke schon, zu weit vom Schiff entfernt. Na gut. Mist. Mist! Das Schiff, das Jägerschiff ist echt... das ist echt flott unterwegs. Okay, ja natürlich, Jackdaw reparieren.
leisten, Captain. Feuer! Feuer! Hier und sie bricht. Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lass Feuer! Sie dafür bezahlen. Feuer! Da, Captain, da sind sie an den Südlichsten. Ja. In die Wanden alle Segel reffen. Nur Segel setzen. Vom Feind bewacht. Geschafft. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Zieht sie ran mit aller Kraft. So, dahin. So, okay. Puh. Dann werden wir jetzt erstmal den Bekanntheitsgrad senken. Oder? Um einen verringern. Ja. Erstmal Bekanntheitsgrad senken. Das wissen wir. So. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Okay. Dann war es mal halt heute eine Plünderfahrt-Folge sozusagen. Weil wir machen jetzt nämlich Feierabend erstmal. In die Wanden, ja. Hauptsegel setzen. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn wir dann zu Kit hinkommen. Ja. Segel setzen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Es war alles Gute und ciao, ciao euch.